Ja, herzlich willkommen hier zu diesem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Also nach der, würde ich sogar sagen, historischen Entscheidung in Rammstein jetzt am Freitag erstmal keine Leopard 2 Kampfpanzer zu liefern, sehen wir ja, dass der Kampf munter weitergeht und noch lange nicht vorbei ist. Auch wenn das jetzt schon sicherlich aus Sicht derjenigen, die jetzt eher mit Russland sympathisieren und die auch gegen die Panzerlieferungen sind, dass es aus deren Sicht schon ein erster Erfolg ist, ja keine Frage. Was wir jetzt in diesen Tagen sehen, ist eine riesige Kampagne, die gerade gefahren wird. Von allen Seiten wird jetzt gefordert und massiv Druck ausgeübt auf die deutsche Bundesregierung, unter anderem natürlich seitens der USA, seitens anderer NATO-Länder, unter anderem von Polen, vom Kiewer Regime sowieso, gar keine Frage. Aber auch im Inneren von Deutschland gibt es eine massive Medienkampagne, die wir jetzt gerade sehen, wo praktisch aus allen Rohren bis auf wenige Ausnahmen alle Medien für die Panzerlieferungen trommeln. So viel übrigens auch zum Thema der unabhängigen und freien Presse, die wir hier haben, die zumindest was die Zusammensetzung oder die Konfiguration aller Artikel angeht, überhaupt nicht dem Meinungsbild, überhaupt nicht das Meinungsbild der Bevölkerung hier in Deutschland widerspiegelt. Ja, und natürlich auch in der Politik, die FDP, die Grünen natürlich allen voran und auch die CDU und so weiter. Sehr viele Politiker fordern eben entsprechend auch die Lieferung dieser Leopard 2 Kampfpanzer. Ja, und gewisse Akteure unter ihnen geben auch nicht auf, kämpfen weiter verbittert um ihre Provisionen. Also ich bin gut für den Volkssturm. Also wenn nichts mehr reicht, dann kommen Frauen 60 plus und dann Leute, vor allen Dingen Russen, passt auch, was Sache ist. Und trotz alledem muss man sagen, dass trotz all dem Druck, trotz all der Kampagne, zumindest zum Stand heute, die deutsche Bundesregierung, vor allem Scholz, muss man ja auch ehrlicherweise sagen, nach wie vor standhält dem ganzen Druck. Dennoch bleibe ich bei meiner Ansicht, die ich schon öfters geäußert habe in meinen vergangenen Videos, dass früher oder später aus meiner Sicht die Leopard 2 Panzer auf jeden Fall geliefert werden, dass dies alles nur eine Frage der Zeit ist und eine Frage der Anzahl, also der Stückzahl, was auf jeden Fall auch sehr entscheidende Fragen sind, also die Frage der Anzahl und die Frage der Zeit. Also selbst wenn Deutschland jetzt nicht liefern sollte, werden das eben andere tun, unter anderem jetzt Polen. Gleichzeitig will ich aber auch nicht, dass ihr mich hier irgendwie falsch versteht. Also natürlich ist der Leopard 2 sicherlich eine sehr gute Maschine, sicherlich einer der besten Kampfpanzer der Welt, vielleicht sogar der beste Panzer. Aber das heißt trotzdem nicht, dass es sich irgendwie dabei um eine Wunderwaffel handelt und dass zwei Stück von den Leopard 2 Panzern ausreichen, um dann bis nach Moskau durchzumarschieren. Ja? Aber dennoch würden diese Waffen bestimmt irgendwo der russischen Armee Kopfschmerzen bereiten, zumindest in einzelnen Abschnitten und Situationen. Allgemein in militärischen Konflikten gibt es ja nicht irgendwie die eine Sache oder die eine Waffe, die jetzt irgendwie alles komplett entscheidet. Im Endeffekt ist in jedem militärischen Konflikt alles irgendwie eine Zusammensetzung vieler verschiedener Faktoren und Situationen, die dann am Ende über Sieg und Niederlage entscheiden. Aber dennoch ist es ein durchaus relevanter Faktor, welche Anzahl und in welchem Tempo eben diese besagten Panzer geliefert werden. Und inzwischen ist ja jetzt schon auch völlig offensichtlich, dass sich die Lieferung zumindest jetzt schon verzögern wird und auch die Menge geringer sein wird, als vielleicht von manch einem gewollt ist. Und hier ist sogar praktisch jeder Tag entscheidend am Ende für die Front. Ja, und jeder Tag Verzögerung, mit der die Panzer geliefert werden, ist schon ein Vorteil für Russland. Und je weniger Maschinen natürlich, desto besser aus Russlands Sicht. Und somit ist die Verzögerung, die wir jetzt schon offensichtlich haben, ein großer Erfolg für Russland. Und das in einer Situation, wo sich die russische Armee ja sowieso schon im Vorwärtsgang befindet, nicht nur im Donbass, sondern wie wir jetzt gehört haben, in den letzten Tagen auch im Süden, im Gebiet im Saporischschja. Man muss hier natürlich sehen, wie sich die ganze Sache rund um die Panzer noch weiterentwickeln wird, aber vielleicht könnte ja die jetzige Sabotage, die von Deutschland jetzt ausgeht, bezüglich der Panzerlieferung vielleicht sogar am Ende der Faktor sein, der am Ende dann den entscheidenden Unterschied macht. Also wir werden sehen, wie sich das Ganze, wie gesagt, weiterentwickelt. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen, abonniert meinen Kanal und bis zum nächsten Video.